Hallo und herzlich willkommen. Vor uns liegt Microsofts Designer Bluetooth Desktop, ein Eingabegeräteset, das aus einer drahtlosen Tastatur und einer drahtlosen Maus besteht, einfach per Bluetooth mit unterschiedlichsten Geräten gekoppelt werden kann und ja, natürlich vor allem mit seinem Design glänzen soll. Ein flaches, ein modernes Design, das natürlich noch umso besser wirkt, wenn wir die Eingabegeräte dann mal aus der Verpackung holen. Schon das Design der Verpackung wirkt hier durchaus frisch und modern. Ganz ansprechend finde ich auch die Anordnung der Komponenten hier gleich oben aufliegend, schön präsentiert, sowohl Maus als auch Tastatur. Das beides aber nochmal kurz zur Seite genommen und dann sehen wir darunter dann auch noch das Zubehör. Es gibt hier einen kleinen Stapel an Dokumentationsmaterial. Wichtig da eigentlich nur die mehrsprachige Schnellstartanleitung illustriert, also sollte eigentlich auch ganz verständlich sein. Ansonsten sehen wir hier natürlich noch die vier Batterien, die mitgeliefert werden. Keine Akkus. Microsoft geht wohl davon aus, dass die Batterielebensdauer ausreichend lang genug ist, dass man hier nicht auf wiederaufladbare Akkus setzen muss. Aber irgendwann sind diese Batterien natürlich dann trotzdem reif für den Müll. Vielleicht jetzt nicht die ökologischste Variante. Normalfall würde ich jetzt dem Zuschauer ersparen, wie hier die Batterien eingelegt werden, aber beim Microsoft Bluetooth Desktop Set gehört das Batterieeinlegen tatsächlich zum Gesamterlebnis dazu, einfach deshalb, weil die Batteriefächer relativ aufwendig gestaltet wurden. Wir sehen es hier schon bei der Tastatur, das ist magnetisch, zieht also sich dann von selbst heran, kein Schieben, keine irgendwie empfindlichen Kunststoffnasen, sondern einfach praktisch und gut. Auch klar zu erkennen, wie hier die Polung ist. Und dann haben wir schon mal in der Tastatur die Batterien drin. Bei der Maus ist es ganz lustig, da rätselt man erst, wie man die Klappe aufbekommt. Aber hier ist eine kleine Schräge drin. Kann ich also dann die Klappe einfach, also diese Abdeckung, hochklappen und abziehen. Und sehe dann in identischer Form hier auch schön übersichtlich, wie rum hier die Batterien einzulegen sind. Da leuchtet gleich auch schon der Bluetrack-Sensor auf und wenn ich damit fertig bin, einfach ebenfalls magnetisch verschlossen das Ganze. Die Tasten zum Koppeln sind etwas unscheinbar, aber spätestens nach dem Blick in die Bedienungsanleitung problemlos aufzufinden. Wir haben hier einmal seitlich an der Tastatur diese kleine Bluetooth-Taste zum Koppeln und wir haben bei der Maus hier die Taste direkt beim Sensor. Mit was für Geräten können wir diese Eingabegeräte nun eigentlich nutzen? Nun, das sind natürlich aktuelle Windows-Geräte, also mindestens mit Windows 8 bzw. 8.1 oder auch mit Windows RT. Ansonsten auch nutzbar mit macOS 10.10 und mit Android ab 4.4. Also heißt, wir können das Ganze auch durchaus an einem Android-Tablet betreiben. Wenn sich das Ganze schon Designer Bluetooth Desktop nennt, dann wollen wir natürlich auch auf das Design nochmal intensiver eingehen. Flach ist es auf jeden Fall schon mal. Wir sehen das auch hier schön bei der Maus. Sie sieht aus, als hätte man sie geradezu flach gedrückt. Trotzdem so lang, dass man auch mit größeren Händen damit ganz gut noch klarkommt. Zwei Maustasten natürlich integriert und ein etwas schlank geratenes Scrollrad. Mit der Rifflung lässt sich das hier aber so ganz präzise bedienen. Auf der Unterseite sehen wir hier noch, dass es keine richtigen Gleitfüße gibt, stattdessen so einen Gleitrahmen aus einem etwas weicheren Material. Und damit gleitet die Maus zumindest hier auf der glatten Oberfläche auch ganz anständig. Wenn wir uns die Tastatur ansehen, dann sehen wir, dass der eigentliche Korpus tatsächlich auch nur wenige Millimeter dick ist. Was das jetzt hier so hochragen lässt, das ist dieses Batteriefach. Das dient letztlich als Standfuß und hat dann also diese Anschrägung aus ergonomischer Sicht natürlich durchaus sinnvoll. Die Tasten zeigen sich im Island-Style, momentan ja gerade auch bei Notebooks weit verbreitet, heißt, wir haben hier immer diese Zwischenräume zwischen den einzelnen Tasten und die Tasten ragen dann wie so kleine Inseln aus dem Meer.
ein Tastenhub, der ja dafür, dass die Tastatur ja doch recht flach gebaut ist, ganz bemerkenswert ausfällt. Und ja, auch ein Tippgefühl, das ich jetzt doch vom ersten Eindruck her ganz angenehm empfinde. Fühlt sich recht präzise an, aber jetzt auch nicht überhart. Dabei durchaus ein leichtes Tastaturklackern, also quasi ein akustisches Feedback, aber wie ich finde, ganz angenehm und bei leiserer Betätigung natürlich auch dann doch etwas dezenter. Mit Blick auf die Zusatztasten, da sehen wir, dass hier die F-Tasten alternativ als Medientasten funktionieren, da die Basisfunktionen nochmal greifbar sind. Und wir sehen auch, dass es hier einen Numblock gibt. Das Tastenfeld zwischen Numblock und dem regulären Schreibfeld, das wurde hier etwas eingedampft und komprimiert. Auch die Cursor-Tasten sind hier leicht eingerückt. Heißt also, wer zu einer Standard-Tastatur wechselt, muss sich leicht umgewöhnen. Aber er hat zumindest tatsächlich hier auch den kompletten Numblock zur Verfügung stehen und muss, gerade wenn man also häufiger Tabellenkalkulationen oder so betreibt, da nicht darauf verzichten. Abschließend nochmal kurz das Designer Bluetooth Desktop Set hier in Kombination mit einem Surface Tablet, einem Surface 2. Wir sehen hier die laufende Kopplung, heißt die Maus haben wir schon gekoppelt. Das funktioniert tatsächlich denkbar einfach. Man drückt eben diese gezeigte Kopplungstaste, geht hier in die Geräteanzeige hinein und dann zeigt Windows einem dann gleich auch die gefundenen Geräte als kopplungsbereit an. Dann wird das nochmal kurz bestätigt. Im Falle der Tastatur müssen wir hier diesen Code dann eingeben, der uns hier angezeigt wird, und bestätigen. Und anschließend können wir dann diese Eingabegeräte auch schon direkt nutzen, also denkbar einfach. Auch der Wechsel dann zwischen verschiedenen Geräten ist unkompliziert. Wir hatten das Set gerade vorher noch an einem normalen Windows-Notebook hängen und haben jetzt eben hier schnell zum Tablet geswitcht, ohne dass es da irgendwelche Probleme gegeben hätte. Insgesamt vom ersten Eindruck her ein tatsächlich stylisches Design-Produkt, beziehungsweise besser zwei Produkte. Die Maus gibt es übrigens auch separat zu kaufen für rund 30 Euro. Das gesamte Set ist von Microsoft mit etwa 100 Euro veranschlagt worden. Also jetzt schon eine etwas höherpreisige Lösung, aber vom ersten Eindruck her mit durchaus ansprechende Teillösungen, wie zum Beispiel diesen magnetischen Abdeckungen und mit ziemlich überzeugenden Eingabelösungen, mit einem ganz angenehmen Tastengefühl und vor allem eben mit einem schlichten, reduzierten, modernen Design, wie man sich das ja eigentlich auch durchaus wünscht. Tatsächlich auch hier zum Surface Tablet ganz gut passend und damit ein insgesamt ansprechendes, drahtloses Eingabegeräteset. Wir schauen uns das nochmal genauer an, probieren es jetzt auch längerfristig noch aus und werden dann unsere gesamten Eindrücke im ausführlichen Test zum Bluetooth Desktop Set dann zusammenfassen.